So, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Nischenthema. Diesmal geht es um Podcasts und das Abspielen im Web. Ganz kurz um mich, wie Tim schon sagte, mein Name ist Alexander Heimbuch. Ich bin bei Tag UI-Developer bei Salesforce. Bei Nacht mache ich meistens Open-Source-Projekte. Diesmal hat es halt das Podlove-Team erwischt und da bin ich jetzt seit Anfang des Jahres ungefähr dabei. Ah, Mikro. Genau, seit Anfang des Jahres dabei. Wer sich ein bisschen im Bereich Frontend-Entwicklung auskennt, weiß, wie schmerzhaft das ganze Thema ist. Das heißt, ein bisschen Fetisch muss man mitbringen, um da auch wirklich einen langen Atem zu entwickeln. Und auf Twitter findet ihr mich unter Zusatzstoff und auf GitHub unter /Alexander-Heimbuch. Bevor ich aber jetzt in das Thema eigentlich einsteigen möchte, würde ich gerne erstmal die Gretchenfrage stellen, nämlich man müsste einen Blick auf die Nutzungsrealitäten von Podcasts werfen, bevor man darüber redet, wie die tatsächlichen Hörer die dann konsumieren. Und wie wahrscheinlich alle von euch auch, konsumiere ich persönlich Podcasts natürlich in einem mobilen Client. Jetzt ist es natürlich so, warum sollte ich also Energie und Zeit investieren, um einen Player im Browser zu ermöglichen? Und da habe ich mir zumindest für mich selber eine These zusammengebaut, die auch so ein bisschen Selbstbestätigung ist. Ein bisschen Motivation braucht man ja, um am Ball zu bleiben. Die Nutzungsszenarien von mobilen und ja, browserbasierten Podcast-Clients sind komplett konträr. Das heißt, Nutzung im mobilen Podcast-Client ist halt langfristig und passiv. War schon oft besprochen, Podcast ist eigentlich ein mobiles Medium, was vor allen Dingen durch Smartphones vorangetrieben wurde. Und die Motivation von den Podcast-Client-Nutzern ist halt überwiegend bereits abonnierte Podcasts hören. Und das eben meistens als Nebenbeitätigkeit. Nutzung im Browser ist halt eine komplett andere. Die Nutzung im Browser ist meistens, ich merke gerade, das ist alles natürlich besonders kleines hier. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr Zoom geben. So. Die Nutzung im Browser ist komplett anders dazu. Hier würde ich sagen, dass die eher kurzfristig und explorativ ist. Man wird wahrscheinlich selten erleben, dass ein Nutzer oder ein Hörer tatsächlich den gesamten Podcast im Browser-Client so 4 Stunden komplett da durchzieht. Das heißt, der Webplayer ist weniger ein Werkzeug für die Hörer, sondern eher ein Werkzeug für euch als Podcaster. Und ihr als Podcaster habt natürlich unterschiedliche Ziele oder Motivationen, warum ihr das Ganze macht. Ein ist natürlich erstmal Abonnentengewinn, sodass wir vom Podlove-Projekt natürlich möchten, dass man über eure Webseite möglichst einfach Episoden erkunden kann und am Ende den Nutzer dazu mit den Abo-Button dazu führt, tatsächlich dann auch einen Abonnenten am Ende zu gewinnen. Das heißt, der Player muss halt relativ schnell dem Nutzer Einblick in den Podcast geben und sollte eher als eine Art interaktiver Subscribe-Button tatsächlich gesehen werden. Das andere Ziel ist natürlich das Teilen von Inhalten, das Sharing. Hier ist es so, dass ihr möglichst schnell und einfach die Inhalte durch das gesamte Netz mit eindeutigen Referenzen teilen könnt. Am besten noch mit einem Player, der dann gleich in den jeweiligen Einbettungskontext auch funktioniert. Livestreams ist so eine Spezialität, die eigentlich meistens im Kontext von Podcasts insgesamt gesehen werden. Das heißt, Livestreams entstehen jetzt, wie wir gerade eben gehört haben, natürlich auch in Clients. An sich, die meisten Konsumenten werden aber wahrscheinlich die Livestreams gerade noch auf den Webseiten hören. Das heißt, auch da muss der Player natürlich irgendwas bieten. Und ein weiterer Motivationspunkt ist das Enablement von Nutzergruppen. Hier ist es so, dass sehr viele Clients, gerade die aus dem kommerziellen Bereich kommen, natürlich nicht über die Ressourcen verfügen, bestimmte Zielgruppen zu erreichen, die besondere Bedürfnisse haben. Da sprechen wir insbesondere von Barrierefreiheit und beispielsweise Menschen mit Seh- oder Höreinschränkungen. Auch da können wir natürlich mit Open Source Engagement relativ viel erreichen und diesen Nutzern tatsächlich einen Zugang zu dem Medium geben. Und das Letzte ist das Weitertreiben des Medium Podcasts. Also quasi, wir verwenden den Player natürlich sehr gerne als Tech-Demo, um anderen Implementierern eventuell Features und Möglichkeiten zu zeigen, wie sie die Experience von ihren Nutzern tatsächlich verbessern können. Gut, genug zur grauen Theorie. Jetzt würde ich gerne zum Konzept kommen. Das wurde am Ende von 2016 von Markus Stur hauptsächlich entwickelt, mit Feedback natürlich von Tim. Es bildet eine Vielzahl an Varianten des Players ab. Da ist das Basiskonzept zum Beispiel dieses zweifarbige Theming, Definition von Breakpoints, Responsivität, Verhalten von UI-Elementen in bestimmten Auflösungen. Das hat Markus alles schon sehr durchdacht und auch beispielsweise das Verhalten des Players für das Embedding.
Das Basiskonzept ist dabei relativ einfach. Das teilt sich nämlich in drei unterschiedliche oder vier unterschiedliche Bereiche auf. Zuallererst haben wir natürlich oben erstmal eine kurze Beschreibung, die Episoden, der ganze Metakram, den wir natürlich brauchen, um erstmal den Kontext des Podcasts zu ergründen. Dann haben wir hier natürlich noch die zentrale Player-Einheit, die das Abspielen, Pausieren ermöglicht, die auch spezielle Funktionalitäten in der V4 hat. Hier ist es so, dass natürlich auch noch die Kapitelskipper mit dabei sind. Das Vor- und Zurückspulen ist hier mit Buttons auch realisiert. Die Progressbar nimmt bei uns einen relativ zentralen Stellpunkt ein, weil das bei uns das Hauptelement zur Orientierung ist. Dazu gibt es später noch ein bisschen mehr. Und zu guter Letzt sortieren wir alle weiteren Funktionen, wie beispielsweise Kapitelmarken, Sharing, Audio-Controls in Tabs, einfach um den Nutzer einen klaren Fokus zu geben, was die zentralen Bedienelemente sind, Funktionen von Informationen weitestgehend so zu isolieren, dass das Bedienkonzept einfach verständlich wird. Genau, und bevor ich jetzt euch tatsächlich die Features zeige, möchte ich nochmal einen ganz kleinen Exkurs zur Architektur des Players machen. Das Ganze mal Zustandsmaschine genannt, weil wir nämlich gerade bei dem Player das Problem hatten, dass wir keine richtige robuste Plattform darunter hatten. Das heißt, ein großer Teil der Entwicklungsarbeit ist da reingeflossen, eine Plattform am Start zu haben, die es uns auch in Zukunft ermöglicht, weitere Player-Logik und zukünftige Erweiterungen darauf abzubilden. Und da ist die größte Herausforderung bei UI-Architektur hauptsächlich die Abbildung des UI-Zustandes. Und da ist die meiste Zeit mit reingeflossen. Und wenn man das nicht richtig macht, dann resultieren daraus sehr fiese Bugs, die ihr wahrscheinlich bei der täglichen Benutzung von Software auch erlebt. Wir haben das so gelöst, dass wir den Zustand natürlich im besten Falle deterministisch abbilden möchten. Das heißt, der Zustand wird an einer zentralen Stelle bei uns in einem globalen Objekt gehalten. Und ich habe das mal hier versucht zu visualisieren, wenn ich jetzt hier die Maus finde. Man vergisst relativ schnell, wie viel Zustand so ein Player tatsächlich auch insgesamt hat. Das ist jetzt der Zustand des Players, schachtelt sich so ein bisschen auf, den der Player zu jedem Zeitpunkt des Abspielens hat. Und da sind beispielsweise Sachen wie die Spielzeit, die Dauer, Kapitelmarken, alles das Theming, das ist alles in einem zentralen Objekt bei uns quasi festgehalten. Und die UI des Players ist wirklich nur ein View-Layer, der zu jedem Zeitpunkt, je nachdem wie sich dieser Zustand entwickelt, immer eine exakte Repräsentation des Zustandes ist. Und dadurch können wir halt die Visualisierung von der eigentlichen Player-Logik komplett trennen. Und das ermöglicht uns eben eine sehr robuste Plattform, die wir erweitern können. Ist sehr einfach testbar und am Ende kommt das halt auch der Fehlertoleranz sehr zugute. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man den Zustand, das war ja gerade, wie man den visualisiert. Wie man den berechnet, ist ein bisschen eine andere Geschichte. Den wollen wir natürlich auch möglichst deterministisch berechnen können. Und jede Interaktion, die der Nutzer macht, also durch einen Hover, durch einen Klick, was auch immer, wird quasi in einer Aktion abgebildet. Aktionen können auch beispielsweise durch Systemkomponenten wie das Audio-Backend geschehen oder durch Zustandszusammenhänge ausgelöst werden. Und jede Aktion ist natürlich in Kombination mit dem Zustand führt zu einem neuen Zustand. Und jeder neue Zustand führt am Ende dazu, dass der Player sich neu rendert, dass die UI diesen Zustand annimmt. Und das passiert bei dem Player mehrmals pro Sekunde. Das heißt, das gesamte State-Objekt, was ihr vorhin gesehen habt, wird im Hintergrund pro Sekunde, dadurch, dass eben die Spielzeit pro Sekunde aktualisiert wird, neu berechnet. Die UI passt sich an und ihr seht dann am Ende das, was tatsächlich in dem Player stattfindet. Gut, genug der grauen Theorie. Jetzt möchte ich auf die konkreten Features eingehen. Ihr werdet jetzt eine Reihe an eingebetteten Playern sehen. Ich möchte dazu sagen, dass die Player in keiner Weise irgendwie im Core angepasst wurden. Das heißt, der Player verfügt zusätzlich über eine sehr ausgefeilte API, die es vor allen Dingen Entwicklern ermöglichen wird, damit bestimmte Sachen zu machen. Ein paar Spielereien habe ich jetzt gleich für euch parat. Wer mehr dazu wissen möchte, morgen gibt es einen Workshop dazu. Würde mich sehr freuen, wenn vor allen Dingen Entwickler da teilnehmen würden. Und fangen wir mit dem einfachen oder den eigentlich trivialen Dingen an, Responsivität. Das heißt, der Player hat eine maximale Breite von 768 Pixel, minimale Breite von 250 Pixel, die Breite und auch die Höhe passen sich, wie man hier gerade sieht, dynamisch an. Das ist ein echter Player, könnt ihr auch abspielen, das erspare ich euch jetzt aber. Und die UI-Elemente werden entsprechend von der Breite natürlich entweder ein- oder ausgeblendet. Das Theming ist wahrscheinlich eines der mit
am meisten gewünschten Features. Hier ist es so, dass das Theming natürlich insbesondere für uns relativ kompliziert ist, weil wir nicht möchten, dass wir bei uns CSS in den Player reinkippt, sodass sich der Markus ein zwei Farben Theming Konzept ausgedacht hat. Die Primärfarbe dient dazu, um die gesamte oder die globale Appearance des Players anzuzeigen. Die Sekundärfarbe, um bestimmte Highlights hier auszuzeichnen. Highlights sind beispielsweise der Play-Button, die Tabs oder auch bestimmte andere Sachen. Ich habe jetzt einfach mal hier ein bisschen rumgespielt. Ich versuche das. Wahrscheinlich kann ich es da besser sehen. Hier sind verschiedene Themes an verschiedene Kapitel einfach gebunden. Das heißt, mit jedem Kapitelwechsel ändert der Player seine Farbe. Das macht er in Echtzeit. Das heißt, man kann, wenn man das unbedingt möchte, zur Laufzeit das Farbtheme des Players so ändern. Das berechnet sich neu und sollte in den meisten Fällen, es gibt ein paar Grenzfälle, wo es nicht gut aussieht, aber in den meisten Fällen tatsächlich dazu führen, dass ihr einen relativ ordentlich aussehenden Player am Start habt. Dynamische Komponenten ist ein weiteres Thema. Wir wissen ja, dass ihr natürlich besondere Bedürfnisse habt, was der Player so alles anzeigen soll und was nicht. Man muss dazu sagen, dass die gesamten Komponenten, die ihr gerade eben gesehen habt, programmatisch an- und abschaltbar sind. Das ist die Minimalversion des Players, wenn man die benutzen möchte, um beispielsweise irgendwie ein einzelnes Audio-File abzuspielen. Alle weiteren Komponenten werden, je nachdem, ob wir sie benötigen, an- und ausgeschaltet. Beispielsweise, wenn keine Kapitel da sind, braucht man keinen Kapitel-Tab anzuzeigen. Und der Header beispielsweise, versuche das mal hier zu, kann man das Poster einfach hinzufügen, die Show, das baut sich dann so langsam auf. Der Player rendert sich, übrigens ist kein Reload, der rendert sich live. Die Stepper kommen hinzu, die Chapter, Track und dann geht das auch weiter mit den einzelnen Tabs. Ich glaube, das Konzept dahinter ist verstanden. Gut. Das nächste ist kein Ausblick, sondern ist die Orientierung oder Navigation auch genannt. Da haben wir relativ viel Zeit tatsächlich reingesteckt, weil wir wissen, wie kompliziert es teilweise ist, so einen 4-Stunden-Podcast zu ergründen. Insbesondere ist es so, dass man meistens eigentlich sehen will, was später passieren wird oder welche Informationen an einer späteren Stelle da sind. Da haben wir uns den sogenannten Ghost-Modus ausgedacht. Das ist vor allen Dingen im Browser interessant. Ein zweiter Cursor, der hier gesetzt wird, den ich hier mal sehe. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Dieser Cursor zeigt euch den Zustand des Players in einen zukünftigen Abspielzustand. Das heißt, ihr seht hier unten beispielsweise die relative Spielzeit in den Kapitel. Ihr seht hier oben, welches Kapitel wo liegt. Es ist hier auch angezeigt, welche Kapitel wo sind. Das heißt, hier gibt es so kleine Separatoren dazwischen. Wir haben natürlich auch für das Buffering entsprechend den ganzen Standard-Fu, den man da normalerweise machen sollte. Was interessant ist, sind hier zwei ausgezeichnete Stellen. Das heißt, wir nehmen genau auf, was der Nutzer tatsächlich hört. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, der hat jetzt bis zu dieser Spielzeit gehört, deshalb ist alles als gehört markiert, sondern es wird pro Sekunden, auf Sekundenebene werden Quantile gebildet, die wir dann in den Player persistieren, sodass der Nutzer einmal weiß, was er gehört hat, aber sodass wir perspektivisch diese Daten natürlich auch euch geben könnten, damit ihr sehen könnt, was der Nutzer jetzt besonders sich angehört hat oder eure Nutzer. Das Ganze geht übrigens auch noch in den Kapiteln Reverse. Das heißt, man kann hier beispielsweise auch sehen, wo man sich gerade in diesem Kapitel befindet und kann dann hier auch entsprechend reinspringen. Gut. Weiteres zentrales Feature bei dem Player war das Sharing. Wir haben hier 4 verschiedene Referenzen, zukünftig wahrscheinlich 5, die geteilt werden können. Das ist zum einen die Show, dann haben wir die Episode, ein konkretes Kapitel oder auch die Spielzeit. Wie ihr hier seht, haben wir 6 der beliebtesten Social Networks ausgewählt, in die ihr das sofort teilen könnt. Ansonsten habt ihr unten auch natürlich die Möglichkeit, diesen Permalink zu kopieren oder Deep Link und auch zu teilen. Embedding an der Stelle ist auch quasi mit dabei. Und zwar, herrlich gerendert, das Embedding befindet sich auch quasi mit unter dem Sharing und ist etwas versteckt. Embedding bezieht sich ja immer auf eine Episode. Das heißt, ich möchte eine konkrete Episode irgendwo anders embedden. Deshalb ist es für die Show nicht verfügbar, aber beispielsweise für die Episode, die Chapters oder eine konkrete Spielzeit. Und wir haben hier unten, man sieht das, kommt dann halt ein weiterer Knopf dazu. Und da kann man dann quasi den Player
embedden in einer fixierten Ratio. Das mussten wir machen, weil wir uns dafür entschieden haben, ein iframe zu verwenden. Wenn man kein iframe verwenden möchte, rennt man relativ schnell in Cross-Site-Scripting-Probleme rein. Deshalb ist das die robusteste und stabilste Variante. Das hat natürlich zur Folge, dass wir die Höhe des Players nicht dynamisch anpassen können. Das heißt, das Ganze sieht dann beim Embedding so aus. Wie ihr hier seht, sieht da nicht großartig anders aus. Der einzige Unterschied ist beispielsweise, dass alles, was die Höhe manipulieren würde, jetzt irgendwie anders aufgehen muss. Und das sind bei uns eigentlich hauptsächlich die Tabs, sodass die Tabs dann halt hier nach oben aufgehen und kann der Nutzer im Embedded Content dann hier beispielsweise da durchscrollen. Gut. Ein letztes Feature, was ich noch mit rausstellen möchte, ist der Mehrsprachensupport. Der Player ist vom Start an mehrsprachig konzipiert worden. Und zwar nimmt er standardmäßig erstmal die Locale des Browsers an, die er da sieht. Das heißt aber nicht, dass ihr das nicht anpassen könnt. Wie ihr hier gerade seht, macht er das auch gerade live. Man kann während der Laufzeit die Locale ändern. Man kann auch quasi mit einer speziellen Konfiguration die Locale mitgeben. Wir unterstützen derzeit Deutsch, Englisch und Esperanto. Dazu herzlichen Dank an Johannes Müller, der das beigetragen hat. Wir freuen uns natürlich über weitere Sprachen, die da mit reinkommen. Die liegen bei uns in unserem Repository. Das sind einfache JSON-Files, die lokalisiert werden. Dazu gibt es die Referenz auf Englisch und der Player kann dann mit der entsprechenden Browser-Locale dann auch eine andere Sprache anzeigen. So viel zu den existierenden Features. Was ich jetzt hier nicht noch dazu gesagt habe, ist, wir haben natürlich auch eine Live-Version des Players. Die kann man sich dann auf unserer Dokumentationsseite anschauen. Deshalb kommen wir zum Ausblick. Und zwar geht es hier um Transkripte, Livestreaming und mehr. Trotz mittlerweile mehr als 10 Monate Entwicklungsarbeit haben wir nämlich noch einiges vor mit dem Player. Und der bietet jetzt eine solide Plattform hoffentlich für Erweiterungen. Einige Features sind dabei schon durch die Designphase durch, einige noch nicht. Das ist immer so ein bisschen so ein Wechselspiel zwischen mir und Markus. Manchmal hat Markus Zeit, manchmal habe ich keine Zeit und das entsprechend verzögern sich solche Sachen. Was aber auf jeden Fall schon mal designt ist, sind die Transkripte. Das ist das Feature, was als nächstes auf der Roadmap steht, was der Polygy-Player beispielsweise bereits schon implementiert. Wir sind noch ein bisschen so in der Evaluationsphase, was wir mit Situationen machen, wo ich auf einmal eine Transkriptlänge von über 5 Stunden habe und dann auf einmal eventuell ich Probleme kriege, das Browser-UI richtig zu rendern, weil einfach zu viele DOM-Nodes am Ende in dem UI drin sind und das Ding ruckelt. Hier wird auch der zentrale Bestandteil der Ghost-Modus sein, das heißt auch innerhalb des Players oder innerhalb der Transkripte werde ich eine Referenz auf die globale Spielzeit haben. Das Ganze wird durchsuchbar, was natürlich nochmal einen ganz anderen Fokus für beispielsweise Menschen mit einer Höreinschränkung hat. Das heißt, die können auf einmal die Podcasts tatsächlich auch konsumieren, plus sie haben natürlich dann auch, man hat natürlich auch entsprechend die Möglichkeit, eine bestimmte Stelle sich am Ende irgendwo rauszupicken. Ein weiteres Feature ist das HLS Livestreaming. Da sind wir von der technischen Seite, gibt es da eigentlich nicht viel großartig abzuklären. Allerdings haben wir da noch kein richtig gutes Konzept, was uns bisher überzeugt hat für den Live-Player-Einsatz. Wir stellen uns da so ein bisschen was vor, dass wir die Startzeit natürlich entsprechend ankündigen möchten, dass ihr eventuell die Möglichkeit habt, dass euch der Player tatsächlich im Browser benachrichtigt, wenn ein neuer Livestream losgeht. Und auch die Relive-Funktionalität wird von uns von großem Interesse sein. Und da ihr das natürlich die ganze Konfiguration nicht selber machen möchtet, gibt es auch in einer zukünftigen, wie mir versprochen worden, eine Publisher-Version. Ich hoffe, der Link öffnet sich. Findet sich? Jawohl. Genau, gibt es eine zukünftige UI, wo man, ihr kennt die vielleicht schon, wo ihr euch den Player konfigurieren könnt und wir haben jetzt hier den V4 mit dabei. Der V4 hat jetzt hier alle Konfigurationsmöglichkeiten, die ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Das heißt, ihr könnt euch beispielsweise eine Farbe auswählen, könnt eine Highlight-Farbe setzen, wenn ihr das wollt. Das ganze Ein- und Ausblenden des Showtitels, des Posters, der Tabs, das, was eigentlich gerade eben schon besprochen wurde, noch das ein zusätzliches Feature ist, dass ihr natürlich einen bestimmten Tab aktiv setzen könnt oder eben auch nicht. Das heißt, ihr könnt jetzt beispielsweise Infotab aktiv setzen und dann, wenn der Player sich rendert, ist immer standardmäßig auf eurer Seite der Infotab aktiv. Gut, jetzt versuche ich mal wieder zurückzukommen in die andere Präse. Ja. Irgendwo muss es doch sein. Das ist bestimmt ein weiterer Tab. Ja,
So, zu guter Letzt das Team. Da ich das natürlich nicht als alleine entwickelt habe, nochmal großen Respekt für das Design an Markus, für die permanente Verbesserung der Konzepte an Tim. Wir haben echt viele Iterationen da gedreht, auch manchmal bei Details, wo man jetzt keinen direkten Einblick hat. Aber ich finde, das hat doch dazu geholfen, dass das Ganze ein sehr überzeugendes Konzept geworden ist am Ende. Wir hatten auch viel Support. Hier beispielsweise hervorzuheben sind Erik für die Publisher-Integration, Michael, der vor allen Dingen im Bereich Testing und auch uns einige Icons zur Verfügung gestellt hat. Malik hat das Ganze von einer Designperspektive noch mit betreut, vor allen Dingen aus Sicht von Podcastern. Und Alexandra hat auch gerade in der Anfangszeit sehr viel in Bezug zum Testing bei uns mitgemacht. So, das wäre jetzt der Punkt für Fragen, falls diese entstehen sollten. Die Doku findet ihr auf docs.podlove.org/podloveplayer. Diese Präse gibt es auf meiner Seite. Könnt ihr euch da nochmal genau mit den Notizen angucken, wenn ihr das möchtet. Ja, super Arbeit, Alex. Gibt es Fragen? Du hast die beliebtesten Netzwerke erwähnt, auf denen man teilen kann. Ich vermisse zum Beispiel Instagram. Das ist genau das Problem. Es gibt da einen breiten Zoo und das irgendwie so quasi damit einzubinden, dass das die Nutzer am Ende auch verwenden können, ist gar nicht so einfach. Gab es auch einige Debatten dazu. Mal sehen, wir kommen da wahrscheinlich noch mit einem Konzept, wo man natürlich noch andere Netzwerke mit reinbringen kann. Aber bisher zum Start sind jetzt erstmal die da drin. Ist dieses Sharing beispielsweise auf Twitter oder Facebook dann auch wirklich mit einer Open Graph-Integration? Das kommt am Ende auf den Integrator des Webplayers an. Am Ende wird ja nimmst ja quasi nicht die Embedding-URL und schmeißt die dann quasi, oder den Iframe schmeißt du ja am Ende quasi nicht in Twitter, sondern du schmeißt ja beispielsweise dann den Link zu der Episode in Twitter. Und dann, wenn das die WordPress oder der Publisher richtig macht, dann sollte das funktionieren. Ja, aber es ist ja euer Job, dafür zu sorgen, also im Podlove-Universum. Das absolut ist richtig. Das out of the box. Weil das ist, finde ich, immer so ein blinder Fleck so. Ja, es ist irgendwie WordPress und das soll WordPress machen. Ja. Und wenn ich mich mal erdreiste, ein SEO-Plugin zu installieren, was genau eine Open Graph-Integration macht, werde ich sofort dafür angepupt. So, wir sind okay. 2017, da muss das funktionieren. Und zwar ohne, dass irgendjemand nachdenkt. Das muss out of the box, wenn ich das installiere, muss es eine saubere Open Graph-Integration haben. Das ist euer Job. Nicht der Job von WordPress oder von dem, der das konfiguriert. Meine Meinung. Ja, ist aber nicht der Job des Players. Der Player hat an der Stelle überhaupt gar keinen Zugriff auf diese Komponenten und da kannst du noch so viel fordern, das geht an der Stelle einfach gar nicht. Ne? Weitere Fragen? Also erstmal vielen Dank. Das sind auch Features drin, da wo ich gar nicht wusste, dass ich die vielleicht haben will. Eine Frage noch, kann der Text oder der Episodentitel zum Beispiel scrollen, weil auch schon bei den Responsive-Beispielen, die ich da gesehen habe, wenn ich auf dem Desktop habe ich meine super tolle Podcast-Episode, toll, und auf dem Handy habe ich meine super toll, Pünktchen. Ja, ist richtig. Wir haben damit ein bisschen rumgespielt, da gab es auch noch kein richtig tolles Konzept, was mich persönlich auch überzeugt hat. Der Marquee-Tag existiert ja nicht mehr, aber wenn das ein großer Bedarf ist und wenn wir sehen, dass in vielen Fällen das der Fall sein sollte, dass diese Episode abgeschnitten wird, dann machen wir das natürlich. Okay, dann auch noch von meiner Seite vielen Dank und vielleicht als Motivation. Wir haben ungefähr 3/4 unserer Plays von unserem Podcast über den Webplayer. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Element jetzt für uns. Dann zwei Fragen. Zum einen die Messung der Zugriffe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Backend macht oder ob das der Player macht. Da hatten wir vorher den Podigy Player und sind jetzt auf die Beta von dem Player Version 4 umgestiegen und da war ein ziemlich starker Einbruch von den Plays. Wir haben uns das jetzt so erklärt, dass quasi der Podigy Player schon den Seitenaufruf als Play gezählt wird hat und ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Also was da sinnvoll genau ist, aber also wie das funktioniert, ist ja durch einen, Erik schlägt mich, wenn ich das jetzt falsch erzähle, aber durch einen Redirect wahrscheinlich, der dann entsprechend den Counter hochzählt und der Player fängt den Download tatsächlich erst an, wenn du auf den Play-Button drückst. Okay. Und die zweite Frage, weil ich es jetzt nicht hundertprozentig mitbekommen habe, diese Konfiguration, geht die jetzt auch schon in der aktuellen
Ja, du kannst, wenn du, also dieser, der Player kann ja unabhängig auch vom Publisher integriert werden, da kannst du diese gesamte Konfiguration schon reinpacken. Unser Plan ist es, dass ihr das Interface, was ihr gerade eben gesehen habt, dann auch im Backend zur Verfügung habt. Okay, danke. Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu diesen spezifischen Webplayer-Analytics. Bei Podcast-Apps hat man ja kaum eine andere Information als einen versuchten Download. Oder wenn man das im Backend dann noch genauer macht, wo es kaum Systeme gibt, die ich kenne, die man jetzt so ohne weiteres benutzen kann, könnte man theoretisch auch nochmal so zwischen abgebrochenen Downloads unterscheiden etc., wobei der Informationsgewinn da überschaubar ist. Im Webplayer ist es natürlich anders. Hier könnte man eben eine ganze Menge Informationen rausziehen. Alex hat ja gerade gezeigt, dass der Player mittrackt, welche Stellen übersprungen wurden, und natürlich weiß er auch, wie weit gehört wurde. Das wäre theoretisch natürlich eine Information, die man so analog zu diesen YouTube-Statistiken auch noch mit gewinnen könnte. Dazu bräuchte es dann aber auch wiederum nochmal ein verarbeitendes Backend, was das natürlich auch entsprechend aufbereitet, beziehungsweise auch irgendwie in Relation setzt, dass da auch eine Aussage bei rauskommt, mit der man irgendwas anfangen kann. Und da ist es schon so im Bereich, wo man sich denkt, so lohnt sich dieser Aufwand, also ist der Informationsgewinn, den man da jetzt hat, so groß, ja, und vor allem, wenn im Player das dann so ist, war es dann auch wirklich so, ja, also man kann das Nutzerverhalten da wirklich nur sehr eingeschränkt auswerten, es wäre aber schon stellenweise möglich, das zu verbessern, der Fokus liegt natürlich derzeit erstmal woanders, ne? Ja, hallo. Danke für den sehr interessanten Vortrag. Was mich interessiert hat, weil das Thema Monetarisierung hier auf der gesamten Konferenz sehr präsent ist, gibt's da auch irgendwelche Ideen, das gleich in den Player mit einzubauen? Entweder als Tab, dass man sagt, es geht ein Tab auf, wo die Spendenoptionen sind, oder vielleicht in Form eines Call to Actions, dass man sagt, wenn wir bei der letzten Minute an sind, legt sich vielleicht was drüber, wo gesagt wird, schöne Episode, unterstützt uns hier für weitere. Gibt es da irgendwelche Ideen? Gibt es tatsächlich bereits in dem Konzept von Markus. Könnte man sich wirklich, wenn man weiß, was man da integrieren möchte und wie man das integrieren möchte, könnte man sich das überlegen. Es ist immer, wir haben ein bisschen da hin und her gerungen mit uns, bauen wir das ein, bauen wir das nicht ein, weil man muss halt wirklich bis zum Ende des Podcasts hören. Und vielleicht hat ein Hörer schon abonniert und hätte eventuell schon Geld gelassen, indem man das in den Tab gepackt hätte. Ja, aber es gibt da Überlegungen auf jeden Fall dazu. Genau, also kann ich auch nochmal ergänzen, es gibt da zumindest die Idee, da sind wir jetzt noch nicht zu gekommen, dass eben so dieses, man ist am Ende, dass irgendwie auch andere Episoden vorgeschlagen werden, andere Podcasts vorgeschlagen werden können. Am Ende muss man natürlich sehen, der Player, das ist so eine Abspielmaschine, die dann eben von dem Backend dann auch mit all diesen ganzen Informationen gefüttert werden muss. Und viele dieser Ideen und Dinge, die wir so in unserem Podlove-Universum haben, das wäre natürlich alles sehr wünschenswert, wenn es da drin landen würde, weil es ja dann auch beim Embedding sozusagen zum Tragen kommt. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass dieser Player über den Podlove-Publisher hinaus weiterkommt. Und umso komplexer und undurchsichtiger man das alles macht, umso schwieriger wird's da. Also wer jetzt hier auch an anderen Content-Management-Systemen arbeitet, die Podcasts raushauen und die vielleicht noch nach einem Player suchen, wären wir natürlich auch sehr interessiert daran, das zu machen, um da eben entsprechend Abgleich zu machen. So, gibt's noch Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann sage ich nochmal danke, Alex.